gemacht hast, oder du, wie? Ganz ehrlich, durch ja. Bescheißen. Durch Bescheißen. Da haben wir es. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction. Ich weiß, es kommen relativ viele Reactions, so wie auch immer, aber ich lese immer wieder in den Kommentaren, wann gibt es wieder Off-White oder Off-White. Bis 8. ist bei uns in Österreich noch Lockdown. Danach kann es direkt wieder losgehen mit wilden Formaten wie diesem hier. Und ich habe auch noch zwei, drei Formate im Petto, die euch sehr überraschen werden. Also Freunde, bleibt gespannt. Algorithmus, auch an dich, gönn wieder Reichweite. Ihr könnt natürlich helfen, indem ihr die Videos anklickt. Freunde, wir schauen heute rein in ein weiteres Video, das Leon hochgeladen hat. Anscheinend Milliarden-Mike aus dem Knast wieder zurück. Hier ein Video von Leon. Wie viel ist dein Outfit wert mit Milliarden-Mike? Ich bin schon sehr gespannt, was uns da erwartet, Freunde. Was euch auf jeden Fall im Februar noch erwarten wird, ist der Pre-Drop für die neueste Kollektion von M&M. Art Destructeur. Hier werden neue Maßstäbe gesetzt. Wer auf dem Vlogging-Kanal und auch immer wieder in den Streams dabei ist, weiß, dass wir auch im Packaging uns improven und die Stoffe dieses Mal wieder krasser werden. Das heißt, wir machen Step by Step immer größere Sprünge. Also seid auf alle Fälle am Start und verfolgt das, was hier abgeht, Freunde. Auf Instagram natürlich auch vorbeischauen. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht länger rum. Wir schauen direkt rein in das Video von Leon. Here we go. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Servus Leon. Auf meinem Kanal. Ich habe letztens meine Festplatte gestöbert und da habe ich eine Aufnahme gefunden, die ich noch nicht veröffentlicht habe und das ist wirklich eine sehr geile Aufnahme. Okay, also Milliarden-Mike immer noch im Knast, keine Ahnung, was da abgeht, aber eine neue Aufnahme von früher. Und zwar mit Milliarden... Vielleicht wieder ein Schlüsselanhänger um, keine Ahnung, 40.000 Euro oder so, aus wildem Nerzleder, Nerzpelz so. Mike kennt ihr alle, von dem habe ich noch eine Aufnahme über sein Outfit und ich dachte mir, ich droppe die vielleicht einfach mal, vielleicht wollt ihr die ja sehen. Ja, safe. Und ja, ich habe auch letztens mit Milliarden Mike geschrieben, bisschen SMS, bisschen telefoniert. Er kommt bald raus, beziehungsweise er wird auch verlegt nach Neumünster oder Kiel. Das wilde Life im Gefängnis. Weil er dann auch Freigang bekommt und da erwarten euch auf jeden Fall noch sehr geile Videos. Mit. Wie lange war der jetzt im Gefängnis? Das würde mich auch interessieren. Wir haben da schon einiges geplant. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich lese mir alle Kommis durch und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Peace. So Leute, wir haben jetzt hier ein Special Guest. Okay, safe wieder irgendeine krasse Alligator- oder Schlangenlederjacke um 30.000 Euro. Yes, und zwar Milliarden Mike. Richtig. Ich sehe in den Medien Richtig. Schon viele Videos von dir, auch auf YouTube. Ohne Ende, ja. Schon vor 10 Jahren wurden Videos gemacht, glaube ich. Vor 15 Jahren schon. Ich habe Filme gemacht. Vor 100 Jahren schon, als YouTube noch ganz klein war. Eins habe ich Filme. Da hatte ich noch 15 Abonnenten. Gemacht. Ja. Was die Geißen jetzt machen, habe ich schon vor 15 Jahren gemacht. Ah, ja, klar. Oh, okay. Viele Filme gibt's. Und jetzt bist du da ein bisschen raus, oder? Ein bisschen raus, ja. Bisschen ja. In Ruhestand. Ein bisschen so, in Ruhestand, ja. Aber jetzt gebe ich wieder Gas. Jetzt müssen ja. Die... Naja, sagte er und zwei Monate später war er wieder im Gefängnis. Da hast vielleicht Gas gegeben, wer weiß. Die Millionen erstmal ausgegeben. Die müssen wir ausgeben. Ja, okay. Auf jeden Fall, Mike, du hast ein cooles Outfit an. Ja. Bin mal gespannt, was das jetzt kostet. Mhm. Also wir hatten letztens schon Rekord... Ach, die Stiefel, safe, Alligatorenleder oder so. Fit, ne? Der hat aber nur die Uhr für 300.000 Euro. Jetzt bin ich mal gespannt, was so deine einzelnen Pieces kosten und woher du die auch hast, ne? Okay, lass mal mit den Schuhen anfangen. Was ich glaube, weil er gerade die Uhr für 300.000 anspricht, Robert Geis war irgendwie bei der Munich Wristbusters. Da gab es ein Posting, dass der angeblich eine Fake Richard Mille trägt. Wir haben ja auch mal ein Video gemacht zu den Fake Off-White-Sachen, die die da tragen. Also wer weiß, ob das alles echt ist, was da geflext wird. Das sind Schuhe. Das sind Schlangenlederschuhe. Steht mein Name unten drauf. Habe ich anfertigen lassen. Die kosten 4.000. Schlangenlederschuhe. Ist das Python oder? Das ist Python, ja. Python. Okay, und wo fertigt man die an? Bei einem speziellen Schuster. In Monaco, oder? Nein, London. London, okay. Und wie lange dauert das bis... Ein Ehrenschuhmacher. Wenn man solche Schuhe kriegt? Vier Wochen. Vier Wochen. Mhm. Also, und dann steht da unten wahrscheinlich auf der Sohle... Leon schon am... M&M steht dann unten auf der Sohle, safe nicht. Leon schon am Überlegen, ob er sich auch solche krassen Stiefel holt. Milliarden Mike steht da. M&M, Milliarden Mike. Genau. Entspannt. Okay, was haben wir noch? Hose? Die Hose ist eine Designerhose, die kostet 200. 200. Welche Marke? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist eher... Was für eine Marke habe ich immer? Replay. Ah, Replay. Ja, ja. Also du trägst am meisten so diese Replay-Hose, ja, ja. Ne? Ja, okay. Gürtel? Gürtel, Schlange. Schlangenleder in weiß. Hat man es gesehen? Zacker, ja, ne? Ja. Schlangenledergürtel. Ja, ja. Alles passend zum Thema Schlange. Eine falsche Schlange? Wer weiß. In weiß. Ich schätze mal 500? Nein, 498.
Okay. Okay. Bei Milliarden-Mike, da muss man es genau nehmen, natürlich. Ja, von nichts kommt nichts. 4,98. Also wir wollen ja korrekt bleiben. Ja, okay. Aber ich habe ganz. Korrekt ist korrekt. Gut geschätzt, Leute. Ja, ist gut geschätzt, ja. Und ist eine Marke? Nee. Nein. Also von keinem Designer? Nein, kein Designer. Okay. T-Shirt? Giorgio Armani. 140. 140 Euro. Ganz entspannt, Leute. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Jacke, das sieht auch aus wie ein Krokodil. Nee, ist Schlange. Ist auch Schlange. Ist von Silly. Die kostet 30.000. Da war ich ja mit meiner Schätzung gar nicht mal so weit entfernt. Einfach 30.000 Euro ausgeben für irgend so eine Philipp Plein Jacke, zumindest sieht so aus. Und ich frage mich, wie viele Schlangen da drauf gehen mussten. Silly. Ich meine, ich sag ganz ehrlich, ich mag Schlangen nicht wirklich, aber trotzdem finde ich es nicht korrekt, wenn da extra Tiere gezüchtet werden, beziehungsweise extra Tiere sterben müssen, nur damit man deren Fell und Leder und Pelz verwendet. Aber da werden ja extra Tiere gezüchtet, die dann umgebracht werden, nur damit das jemand tragen kann. Wobei es genug synthetische Stoffe gibt, die genug warm halten und bequem sind. 30.000 Euro. Also viele behaupten irgendwas und stimmt nachher nicht. Bei mir kann man es googeln, im Internet, sonst immer Leute immer die Marke eingeben. Ja, ja, wir haben einmal deinen Versace-Ofen gegoogelt, der angeblich, weiß ich nicht, wie viel 1.000 Euro kostet. Und das war einfach nur ein inspiriertes Ding für ein paar 100 Euro. Und er gibt da an, weiß ich nicht wie viel, 30.000 Euro oder so. Ja. Und dann werden Sie sehen, wie teuer das in Wirklichkeit ist. Und ich sag mal, diese Zilljacke, 30.000 Euro, das haben ja... Ich stelle mir das einfach vor, wie man so in ein Geschäft reingeht, diese hässliche Jacke sieht und sich denkt, ja, zahle ich jetzt 30.000 Euro dafür und kaufe mir die. Und dann gehe ich einfach raus damit. Okay. Warum? Manche als eine Uhr so, ne? Das ist noch wenig. Ich habe einen Mantel, der kostet 60 davon. 60? Auch in Schlange. Auch von Zilli? Auch von Zilli, alles Zilli. Alles ich habe alle Farben, die es gibt. Du kaufst nur von Zilli, ja? Nur von Zilli, ja. Ja, okay. Okay, entspannt. Was haben wir noch? Uhr. Die Uhr, die kostet 170.000. Komm mal ein bisschen ran, Zeiger. 170.000. Das ist Platin. Wilde AP, Iced Out. Sehr schöne Uhr natürlich. AP-Fan bin ich natürlich, das wisst ihr. Sehr schöne Uhr. Voll besetzt mit brillanten Ringsraum, mit brillanten Besatz. Sehr schön. Eine Audemars Piguet? Audemars Piguet, ja. Alles hier mit brillanten. 170.000 Euro. Wahnsinn. Wo kriegt man so eine Uhr her? Kaufen, Geschäft reingehen. Aber hier in Hamburg zum Beispiel wird man die gar nicht kriegen, ja? Doch, gibt's auch. Bei Wempel, schätze ich mal, hat sie wahrscheinlich nicht da, aber man kann sicherlich da bestellen. Kann Ach so, man sehen, okay. Ja. Okay, und du hast sie, wo hast du? Ja, vorne, Shopping Stream Incoming. Bei Wempel einfach Uhr bestellen, 170.000. Wie her? Ich hab sie mit dem Gutscheincode. In Düsseldorf gekauft. An der Königsallee. Und das, diese Uhr, als du reingegangen bist, du brauchst eigentlich keine Uhr, aber hast gesagt, komm, die sieht cool aus. Ich habe mehrere Uhren. Ich habe die in Gold, habe ich sie auch mit Brillanten. Ich habe Rolex mit Brillanten, alles da. Und ist das jetzt deine teuerste Uhr? Nein, ich habe noch eine, die ist noch ein bisschen teurer, noch mehr Brillanten drauf. Da sind Halbgeräte drauf, die kostet 350.000. 350.000? Also könntest du schon sagen, du hast Uhren im Wert von 1 Million Euro? So. Ja, kommt hin. Also kommt hin, ja. Das kommt hin, ja. Das ist heftig. Wahnsinn. Okay, was haben wir noch? Brille. Die kostet 150 Euro. Carrera Brille. Ja, die kostet nicht. Das ist entspannt so, ne? Das ist wie für mich Kick, Leute. Okay, was haben wir noch? Portemonnaie oder? Portemonnaie habe ich nicht. Ich habe noch mal Geld in die Tasche. Geld. Ja. Jetzt kommt's, Freunde. Jetzt kommt's. Ich habe noch ein bisschen Bargeld. Ja, ja, safe. Danke. Danke, Mike. Batzen oder? Ich glaube, ja, 20 habe ich mit. Wie viel Geld hat der einfach so eingesteckt? Hat der keinen Schiss, dass der von irgendwas... Das gibt's einfach nicht. Wozu hat man so viel Geld mit? Was hat der heute noch vor? Kauft er sich noch eine Zilli-Jacke? Also ich würde jetzt... Keine Ahnung, wie viel wird das sein? Das werden sicher 50 Scheine sein. Hat der 250.000... Oder wie viel ist das? Nein, das sind 100.000 oder so? 20. 20. Oh, das 20, okay, also 100.000 Euro mit. Warum? Mehr aus als 20. Ja, kann auch 25 sein. Da wird nicht so genau raufgeguckt. Wie gestört ist das? Ja, okay. Warum? Wozu? Was hat er vor? Doch, Autoschlüssel. Autoschlüssel, ja. Das ist was Besonderes. Einfach so in der vorderen Hosentasche. Über 100.000 Euro eingesteckt. Okay. Schlüssel. Gestört. Ist nicht einfach nur ein Schlüssel. Der hat einen ganz besonderen Anhänger. Ja. Ja, jetzt kommt's wieder. Nein, wieder so ein Elfenbein-Ding oder was? Das ist aus Elfenbein.
Das ist so ehrenlos. Mit 1 Karat Brillanten drauf. Elfenbein. Das ist pures Gold hier. Ja. Und das sind Brillanten, 1 Karat ringsrum. Der kostet. Wieder einfach Tiere während einer Safari abgeschlachtet werden, nur damit man deren Zähne stellen kann. Die werden ja angeschossen, beziehungsweise nur betäubt, dann wird ihnen das abgeschnitten und dann. Das ist so gestört. 10.000 Euro. 10.000 Euro für einen Schlüsselanhänger. Für einen Schlüsselanhänger. Nur der Anhänger? Nur der Anhänger, ja. Okay, und was ist das hier? Das gehört dazu. Achso, das auch ist. Auch mit Brillanten besetzt. Mercedes-Benz-Stern? Ja, mit Brillanten besetzt. Das habe ich alles anfertigen lassen. Ja, ja. Was? Ich habe mir schon gedacht, das kommt direkt von Mercedes. Neu im Sortiment. Zu jedem AMG gibt es jetzt einen 10.000 Euro Elfenbeinanhänger. Ja. Und was für ein Auto fährst du denn? Ein GTS. Ein GTS? Bist du damit auch hergekommen? Bin ich auch hergekommen, ja. Okay, wie viel PS hat der? Der hat 750. 750. Hast du noch mehrere Autos? Ich habe mehrere Autos, ja. Echt jetzt? Ja, ja, klar. Wie viele denn? 3. 3 Autos? GTS und was noch? Ich habe einen Jaguar habe ich und einen De Tomaso. De Tomaso? Pantera, einen alten. Achso, okay, so ein Oldtimer. Oldtimer, ja. Okay. Okay, du bist ja wahrscheinlich mit dem Auto hier, ne? Richtig, ja. Weil viele werden jetzt sagen, oh, ja, zeig mal her das Auto. Ich weiß nicht, das kann vielleicht fake. Mit Felgen aus Elfenbein. Sein, kann ja, auch nicht fake sein. Aber wenn man das Auto hat, dann kann es auch naheliegen, dass es alles real ist. Sag ich. So ist es ja. Wäre es denn möglich, dass wir uns mal dein Auto angucken? Ja, natürlich, können wir ja? Hingehen. Ja, wo hast du denn geparkt? Hier vorne, da. Da vorne? Ja, ja, klar. Okay. Safe am Behindertenparkplatz. Hey Leute, wir gehen jetzt mal zum Auto. Auto checken das mal ab und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, ich glaube, wir sind schon angekommen. Leute, ist das dein Auto? Ja. Ah, da haben wir ihn. Ja, schönes Fahrzeug. Für Milliarden-Mike. Leute, ein Mercedes GTS. Wie nennt man die Farbe? Perlweiß oder? Nee, das ist Perlmuttweiß. In der Sonne sieht man das. Perlmuttweiß. Und da steht Prinz drauf. Milliarden-Mike-Prinz. Ganz wichtig. Da muss Branding natürlich mit drauf, damit auch jeder weiß, wessen Auto das ist und das am besten zerkratzen kann, ohne dass ein anderer einen Schaden davon trägt. Geiler Wagen. Also, ich will jetzt kein Auge machen, Freunde. Ich fordere euch nicht auf, dieses Auto zu kratzen, wenn ihr es seht. Ja? Der Fahrer ist ein absolut sympathischer Kerl, der es nicht verdient hat, dass man ihm da mit dem Schlüssel vielleicht so ein bisschen einen Elfenbein-Anhängerschlüssel nachzeichnet. Nein, das natürlich nicht, Leute. Auch die Felgen in weiß, ich feiere das. Schaut ein bisschen Mazda-mäßig aus. Stattung alles in weiß und das ist eine Sonderanfertigung gewesen, den gibt es doch nicht. Ja, da wurden einige Schlangen gehäutet, damit die Sitze bezogen werden können. Ja, zeig mal einmal rein hier. Innenausstattung, Leute, komplett in weiß, extra angefertigt. Was hat er damit, einen Salzstreuer? Ah, Kaugummi, okay. Für dich auch, oder? Ah, okay. Und warum, hier hast du noch die Folie drauf, ist ja neu. Der ist neu hier, der Wagen? Der ist ein halbes Jahr alt. Okay, Mike, ich habe ja schon gesehen, teures Outfit. Leute, Gesamtpreis von seinem Outfit blendet. 215.000 Euro. 170.000 Euro die Uhr, 30.000 Euro die Jacke, dann die Schuhe, 4.000, das ist nicht mehr normal. Ich jetzt hier mal ein, du hast ein teures Auto, teures Outfit. Darf ich dich fragen, wie du das alles gemacht hast, oder wie? Ganz ehrlich, durch Bescheißen. Durch Bescheißen. Da haben wir es. Jetzt will ich nochmal, ja. Darf ich dich fragen, wie du das alles gemacht hast, oder wie? Ganz ehrlich, durch Bescheißen. Durch Bescheißen. Bescheißen, die meisten stehen da nicht zu. Aber wie der da auch stolz darauf ist, das kann ich bei Gott nicht nachvollziehen. Man muss doch einen größeren Plan im Leben haben, als nur viel Geld zu haben. Man muss ja, das Geld ist ja eigentlich nur ein Nebeneffekt davon, wenn man eine größere Vision und ein größeres Projekt hat. Aber dass man von Haus aus die Absicht hat, Leute zu bescheißen, um viel Geld zu machen, das kann einen doch auf Dauer nicht glücklich machen, oder? Vor allem, wenn man dann ein Drittel seines Lebens im Gefängnis verbringt. Ich habe früher habe ich mal 3 Brüder kennengelernt, die sind etliche Milliarden schwer. Jeder weiß, wer es ist. Einer ist, glaube ich, tot, 2 sind mittlerweile tot. Da habe ich fast 100 Millionen weggenommen. 100 Millionen? Ich war früher Anlageberater und habe ihn 100 Millionen. So bin ich Millionär geworden. Durch Bescheißen. Okay, und musstest du. Ich meine, ja, okay, er meint, die spüren es eh nicht, die haben eh genug Geld, aber trotzdem, Alter. Kann man alles zahlen, oder? Nee, kann man alles in meinem Buch. Nachlesen. Ja. Er hat mich damals nicht angezeigt. Das Ganze ist aufgeflogen durch meinen Bruder, weil mein Bruder zu gierig war. Aber er hat nie Anzeige gemacht. Der Typ hat nie Anzeige gemacht. Warum aber? Nein, aber trotzdem wurde ich angeklagt und habe dafür 6 Jahre bekommen. Ja. Das Geld braucht ihn nicht zurückzugeben. Weil er war zufrieden, weil ich keine Aussage gemacht habe, dass er Steuern nachbezahlen müssen. Ah, krass.
krass, wie es da abgeht in diesen Sphären, Leute. Kann man alles in meinem Buch nachlesen. Also sollte MEM mal irgendwann so krass abgehen, dass ich irgendwann in diesen Sphären unterwegs bin, Freunde, dann lasse ich euch natürlich teilhaben und erzähle euch, was da für Geschichten abgehen. Imagine. Weißt du, viele spinnen ja auch und behaupten irgendwas. Bloß bei mir gibt es in meinem Buch gibt's Aktenzeichen. Da kann man nachlesen. Kann man zu Gericht sehen, ja, was ich jetzt erzähle, dass es die Wahrheit ist. Ja, heftig. Also du hast ihn sozusagen, sag ich mal, ein bisschen ausgetrickst so, ne? Ich habe ihn ausgetrickst und habe ihn 100 Millionen weggenommen. 100 Millionen. Das ist ja auch nicht gerade viel, da kann man gerade ein bisschen von leben, ne? Aber, aber die meisten stehen nicht dazu. Ja. Die ganze Welt bescheißen, betrügt. Jeder betrügt. Es gibt keinen Mensch, der nicht auf diesem Planeten betrügt. Also, was ist das für eine Einstellung? Das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ich sage, irgendeine Art. Wenn man die Chance hat, manchmal, dann ist die Verlockung so groß, da muss man einfach. Ne? Angefangen bin ich bei Karstadt als an die Kasse. Ein Schein für Karstadt, ein Schein für mich. Ja, natürlich. Hast du immer nur so die Hälfte abgestellt? Ein für mich. Heute geht es natürlich nicht mehr, heute sind drei Kameras. Aber so kann man es natürlich auch machen. Ne? Ja, okay. Hoffen wir mal, dass Karstadt das jetzt nicht sieht. Na, können sie schon 30 Jahre her. Ja, wenn, dann zahlt das mit Schlacht zurück. So, das, ne? Das war ja 10.000 oder... War nicht so viel da, oder? Das ist kein Problem. Ja, easy. Krass, Freunde, krass. Also das sind Werte, die ich absolut nicht vertreten kann. Da sollte sich niemand ein Beispiel nehmen. Einfach nur, um dann irgendwie einen Lifestyle zu leben. Ihr seht eh, wo es endet. Im Gefängnis, Freunde. Aber trotzdem ein spannendes Video, ein weirdes Video auch gleichzeitig. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir, Freunde. Es geht dann nächste Woche los, Ende des Lockdowns, mit neuen Formaten. Und, Freunde, bleibt natürlich gespannt. Der Release der neuen Kollektion von MEM, Art Destructeur, rückt immer näher, Freunde. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns heute um 20 Uhr im Stream. Das war's von mir, euer Maximilian.